Wir stocken mal wieder unser Militär auf. Das heißt, ein neuer Panzer kommt auf unsere Welt. Und zwar bauen wir heute das Modell Wiesel. Das Wiesel besteht oder ist im Bestand der Bundeswehr. Reden wir mal über ein paar kleine Eigenarten, was der Panzer hat. Erstmal die Panzerung. Besteht aus Panzerstahl. Wie du die natürlich dir anmalst, ist dir überlassen. Die Besatzung besteht meistens aus zwei Leuten, kann man aber auf drei aufstocken. Das heißt Fahrer, Kommandant und Richtschütze. Zum Antrieb unseres Fahrzeugs ist alles ein Turbodiesel verbaut. Schafft etwa 70 km/h, also langsam ist dieser kleine Panzer nicht. Ausrüsten kannst du diesen Panzer mit mehreren Waffenarten. Heute habe ich mich entschieden, ein TOW-2 Startanlage draufzusetzen, das heißt ein Raketengeschütz. Denn ich finde, Raketen sind mit eines der stärksten Waffen, die wir in Minecraft haben. Und wie wir uns so einen kleinen, fetzigen Panzer bauen können, zeige ich dir. Für das Wiesel brauchen wir erstmal Bruchstein, Treppen und Stufen, glatte Steinstufen, auch nochmal ganz normale Steintreppen wie Stufen, Fichtenzauntor, Skelettschädel, Eisenfalltür und Tageslichtsensoren. Beginnen wir erstmal mit den Ketten des Wiesels. Wir platzieren uns erstmal drei ganz normale Treppen hin. Auf der Vorderseite eine umgedrehte Treppe. Wir müssen nur treffen. So. Auf der Rückseite machen wir hier einen Block hin und daran auch nochmal eine umgedrehte Treppe. Auf den drei Treppen, die wir jetzt hier uns platziert haben, setzen wir ganz normal drei Stufen hin. Wir lassen jetzt einfach mal drei Blöcke Platz und setzen dieses Format noch einmal. Sobald wir die Ketten soweit haben, nehmen wir unsere Steinstufen und setzen die jetzt einmal hier vorne einmal ran, bis nach hinten weg, sodass wir hier eine 3x4 Plattform erhalten. Auf der Vorderseite setzen wir jetzt einfach mal die drei umgedrehte Treppen hin, die sich, sage ich mal, so anecken. An den Seiten platzieren wir jeweils nochmal eine weitere Stufe. Als nächstes platzieren wir jetzt erstmal Steinblöcke auf unsere Plattform hier unten. Die können wir ja einmal ringsrum ziehen. Danach setzen wir hier vorne auf der ersten Reihe eine weitere Stufenreihe hin. Hier hinter setzen wir zwei weitere Treppen hin. Wir machen das synchron immer gleich auf der anderen Seite mit. Hinter den zwei Treppen setzt ihr jetzt zwei weitere Blöcke hin. Unter den Blöcken platziert ihr nun glatte Steinstufen. An der Seite platzieren wir davon auch nochmal zwei. Hier auf der Rückseite setzen wir hier einfach nochmal eine weitere Blockreihe hin, die hier so ein bisschen übersteht. Da könnt ihr dann wieder eine glatte Steinstufenreihe hinmachen und obendrauf wieder eine Blockreihe. An der Seite könnt ihr jetzt um diese Treppen hier einmal platzieren. Und dann setzen wir an die Stufenreihe hier dreimal einen Zaun hin und an die Seiten klappen wir einfach mal auf. Auf der Vorderseite machen wir das auch nochmal. Ganz vorne hier unten. Ups, nicht so, sondern hier unten. Dreimal Zaun und die Seiten einmal aufklappen. Den oberen Bereich, den wir jetzt haben, könnt ihr gerne gleich einmal ausfüllen, entweder mit ganzen Blöcken oder ihr setzt einfach nur eine Stufenreihe hin und verkleidet das damit. Als nächstes setzen wir unseren Panzer noch ein paar Scheinwerfer hin. Dafür nehmen wir den Skelettkopf und drehen ihn so um, dass wir das Gesicht nicht sehen. Es sei denn, dir gefällt das Design oder du nutzt eine andere Textur, dann dreh das Gesicht auch gerne nach vorne. Der Panzer hat an sich zwei Luken, wo, sage ich mal, die Besatzung einsteigen kann. Ich mache eine vorne hin. Natürlich ist das jetzt in Minecraft mit den kleinen Verhältnissen nicht ganz möglich, dass hier sich auch einer reinsetzen kann. Von daher verkleide ich mir das innen drin, dass man da nicht noch so großartig reingucken kann. Die nächste setze ich hier, sage ich mal, so schräg seitlich davon hin. Und dann würde ich noch einen Tageslichtsensor einmal dahinter platzieren. Um den Panzer abzuschließen, holen wir uns jetzt noch einmal Ketten raus, Eisengitter, Knopf, ich empfehle jetzt den schwarzen Knopf, einen Amboss, Spender, hellgrauer Teppich, glatte Steinstufen, ja, Glas empfehle ich euch nochmal, ich benutze jetzt rotes und einen Gegenstandsrahmen. Fliegen wir einmal auf die Rückseite und platzieren hier jetzt unsere Rückleuchten. Ja, dieser Panzer hat Rückleuchten, die nehmen wir da mal. So, als nächstes kommt dann einmal die Bewaffnung unseres Panzers. Ich würde mal sagen, schön in der Mitte setzen wir hier erstmal den Amboss hin. Darauf setzen wir jetzt drei Spender hin, so dass die jeweils einmal überstehen. Dabei mache ich, sage ich mal, den Auswurfbereich nur nach vorne. An den Seiten von unserer Kanone mache ich jetzt einfach mal zweimal Eisengitter hier hin. Auf der rechten Seite setze ich jetzt nochmal eine Stufenreihe rauf. Ansonsten nehmen wir den Teppich und platzieren den nochmal auf die Kanone. Den Teppich kannst du auch nochmal oben auf deinen Panzer verteilen. Dabei kannst du auch gerne andere Farben nehmen. Naja, da müsste man den Panzer natürlich auch anders anmalen. Aber du kannst hier den noch ein bisschen damit dekorieren. Als nächstes platzieren wir jetzt noch eine Antenne für unseren Funk.
Dafür nehme ich jetzt erstmal ein paar Ketten. Ich würde mal sagen, 4 Stück oder 3 Stück kann man nehmen. Wie hoch man das machen will, ist einem selbst überlassen. Ganz oben sitzen wir einmal ein ganz normales Eisengitter hin und darauf einen Knopf. Denn ja, auf Gitter kann man, sag ich mal, einen Knopf platzieren. Und dann haben wir hier eine schöne Antenne. Den Knopf können wir aber auch noch mal an der Seite hier, wo wir einen Block haben, platzieren. Einfach als Dekoration, damit das nicht so kahl ist. Und dann habt ihr schon euer Wiesel fertig. So einfach und schnell könnt ihr euch hier einen Panzer bauen. Jeder von euch sollte jetzt diesen Panzer haben. Du kannst ihn dir natürlich jetzt anmalen, wie du möchtest. Und dann platzieren ihn auf deiner Welt oder bei deiner Militärbasis. Denn dieses kleine Unterstützungsfahrzeug sollte man in seiner Panzerbrigade oder seinem Panzerbataillon definitiv mit dabei haben. Von daher bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann bleibt immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.